Hallo und herzlich willkommen zurück mit dem Franklin, mit dem Frank hier in GTA 5. Was haben wir denn zu tun? Wir könnten theoretisch den Heist machen. Das wäre halt eine Möglichkeit. Ah, aber hier ist jetzt auch noch was erschienen für den Dings, für den Trevor, oder? Gucken, wo er gerade ist. Mal gucken, wo er gerade ist. Und was er gerade tut. Mit wem und warum. Na, das Warum, das ist eine dumme Frage. Don't touch the titties. Bitte was? Okay. Man weiß es nicht. Ja, er ist so ein bisschen, er ist gut dabei. Er ist guter Dinge. Wo geht's denn hier überhaupt raus? Hier, glaube ich. Ach, er ist immer noch hier, der Wade. Ich glaube, der geht hier auch nicht mehr weg. Kann das sein? Kann das sein? So, hi. Hallöchen, mein Lieber. Ah, schon wieder morgens. Kann jemand das Licht ausschalten? Katastrophe. Ja, es ist wirklich eine kleine Katastrophe. Ah, es wird schon wieder. Es wird schon wieder. Ja. Alles wird gut. Jetzt ist die Frage. Haben wir das denn jetzt hier zur Verfügung? Hier, Mary. Ach, Mary Ann. War das nicht die eine, die wir mal irgendwo in der Wüste getroffen haben? Wo führt er uns hier? Da irgendwo. Ich glaube, hier? Und dann so? Und dann so? Genau. Schon wieder so weit weg, ne? Oh Mann. Naja, wir haben das schnelle Auto. Wir haben das ganz schnelle Auto. Das heißt nicht, dass wir da in einem Stück ankommen. Im Gegenteil. Ehrlich gesagt, im Gegenteil. Entschuldigung. Will uns anders führen, aber egal. Hier geht's auch. Bestimmt. Ja. Hier, viel besser. Viel effizienter durch den Tunnel. So. Dann haben wir vielleicht noch genug Zeit für den Heist. In dieser Folge. Hm? Irgendwie so. Mary Ann. Keine Ahnung. Erstens, ob ich da jetzt an das Richtige denke. Und zweitens, was wir da machen sollen. Na gut, der zweite Teil ist natürlich ein bisschen davon abhängig, ob ich jetzt an das Richtige denke. Da besteht durchaus ein gewisser Zusammenhang. Ja, hier müssten wir nicht gleich beim Frank vorbeifahren. Ist doch hier irgendwie die Gegend. Nur am Hin- und Her-Eiern hier die ganze Zeit. Mann. Egal. Wenn man so ein schönes Auto hat, dann kann man es ja auch ein bisschen genießen. Ist das Tier da gerade gegen den Zaun gelaufen? Dass wir es auf Video haben. Ach ja. Bestimmt gibt's dafür auch ein Pop-up. Hm. Könnte passieren, ey. Poppt das hier gleich auf. Aber nee, kann eigentlich nicht sein. Dieses Windows hier ist erstens ganz frisch und zweitens, ich benutze es nur zum Zocken. Ich benutze es explizit nur zum Spielen. Stört das immer noch ein bisschen mit den Pop-Ups, ne? Und auch mit dem Controller vorhin. Da muss ich mich auch manchmal gleich mal drum kümmern. Das sind immer so die Kleinigkeiten. Ach, sie ist das. Ach du je, okay. Das sind halt so die Kleinigkeiten, wenn man hier Sachen ändert, ist klar. You know full well exactly what you didn't say. It's no good. Well, you can be surrounded by your young girls and your threesomes and your parties, and you will be miserable. You could have had it all with me. A beige condo, matching woolen sweaters, walks on the beach, a little dog we lavish too much attention on because I'm too scared of getting fat to get pregnant, everything. Well, fuck you. And I don't care that we just met last week, all right? Just stop looking at me. Don't look at me. Say something. Oh, I wish you were dead. I really do. Oh. Oh, I love you. Oh, let me take you away from all of this. Yeah. Psycho. He was gonna impregnate my ex via a surrogate. Me, the psycho? No, you are the craziest fucking chick I've ever met. I love you. You're thin. You're irrationally angry. Nothing you say makes any sense. You are
completely have no control of your emotions. We have nothing in common. Oh, baby, we're made for each other. Prove it. On the bike. Now. Oh, alles klar. Oh, baby, oh nein, Fahrrad. Ja, ja, der Rest ist unter Linux. Gezockt wird unter Windows, meistens zumindest. Und alles andere gibt's unter Linux. You are just perfect, Crazy Cakes. Also ich bin dafür. Ich bin dafür, dass die zusammenfinden. Auf jeden Fall gibt es da gewisse Gemeinsamkeiten. Was war das denn? Voll zur Seite gejumpt. You're incredible. Marry me. Be done with this. I defended your honor. I took out the alpha male. Evolution demands that we rot like beasts. Oh God, there is a massage. Fahrzeugphysik ist ein bisschen merkwürdig bei den Uiuiui, bei den Fahrrädern. Haben wir denn auch irgendwie Ausdauer oder? Alter, ich geb Gas. Don't tell me I gave you the carbon bike. Hoffentlich halten wir irgendwie durch. Ob das jetzt wirklich relevant ist, ob wir gewinnen oder nicht, keine Ahnung. Aber andererseits, wir wollen sie ja beeindruckend, ne? Beeindruckend, ja. Wollen sie beeindrucken. Hase, pass auf. Karnickel, pass auf. Just think of all the angry revenge sex. I am not having sex with you. Get that through your thick head. Okay, jack me off into a cup. Slap me around. We got options, baby. Ja, yeah, du auch. Wo lang? Da lang. Ach, da. Alles klar. Come on, baby. Woo! I win. Come on. Come on, what? Sex reward. That's how this works. You're deluded. Spread your genome in a gym sock. Oh, fuck, I love you. Hold me. Oh, Mann. Neuer Kontakt. Ja, alles klärchen. Alles klar, mal gucken, ob es das war. Schön. Haben wir das erledigt? Gewissermaßen. Gut. Habe ich das eben richtig gesehen? Das hier ist der Büro-Überfall. Es ist aber eigentlich eine Michael-Sache, könnte aber auch egal sein, mit wem wir da hingehen. Wir probieren es mal aus mit dem Mike. No. Was genau davon? Was genau davon? Da war eben so einiges im Spiel. Von daher, ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Gut. Ups. Entschuldigung. Ja, hier. Tochterauto oder? Nee, oder? Hier ist auch nichts. Aha. Gut, vielleicht haben wir auch nicht die Wahl. Wir gucken nochmal ganz kurz an der Straße. Ja, sieht gut aus. Nicht, dass das jetzt hier sonderlich mein Lieblingsauto wäre, aber okay. Das überlasse ich einfach mal euren schmutzigen Fantasien. Ja. Genau. So macht der Ochi das. Man muss ja auch so ein bisschen mysteriös bleiben, ne? Genau. Genau. Das ist der Trick. Ja. Der Gott hat keine Fantasie. Was ist hier los? Oder ich sehe auch noch ein Fragezeichen. Das ist aber, das ist da ganz oben. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt den Heist. Ui, das war knapp. Das war ein bisschen arschknapp, aber das kennen wir ja schon. Kein Problem. Ui. Das habe ich schon so eine halbe Sekunde vorher gesehen. Voll weggemäht, ey. Ist ja weggeflogen. Entschuldigung. Ich war natürlich, das wollte ich nicht. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, ihm geht's bald wieder besser. Oh, Fanta würde ich jetzt auch nehmen.
Ich muss was trinken. Kann ich vielleicht gleich machen? Die werden sich bestimmt erstmal unterhalten hier, oder? Hier, die Kollegen. Genau. Hier nehme ich. Yo, schön. Gucken wir mal. Oh, er ist stehen geblieben. Moment, jetzt muss ich mal kurz zu Ende trinken. Ist ja aber auch schön, ihn noch so ein kleines bisschen anzuschneiden, nur dann fliegen sie einfach noch schöner. Dann fliegen sie einfach noch schöner. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Planung machen können. Oh, hier ist ja total leer. Pretty good, under the circumstances. About to knock off so, the federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't going to do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. So, FIB-Gebäude, gut. Können wir machen. Können wir versuchen. Schön. Ja, trinken ist richtig, ne? Ist klar. Auf jeden Fall. Holt euch doch ein Getränk eurer Wahl. Das ist immer gut. Kommt auf das Getränk an ein bisschen. Aber von der Idee her schon. So, Franklin. Hey, wie sieht's aus? Link up with Packy and Gus, get the fire truck and be ready for my call. Alright. Them dudes is pros. So this should go kind of smooth, right? Genau. Ja, wir haben ja die Guten genommen. Das stimmt. Das hätte er wahrscheinlich nicht gesagt, wenn wir die billigen Arbeitskräfte genommen hätten. Naja. Aber der Packy, der ist wirklich inzwischen ein Pro. Auf jeden. Hier war das irgendwo, ne? Ja, ich glaube hier oben. Ja, da sind wir. Sehr schön. Ach so. Drehkreuz machen wir. So. Schön unauffällig. Immer schön low profile bleiben. Ah ja, jetzt können wir auch rein. Schön. Gut. You new? Just go through the turnstile. Machen wir das so. They keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Dankeschön. Gib dich zum Aufzug, ja. Keine Ahnung, ob ich das damals auch so gemacht habe oder auf die andere Weise. Das weiß ich nicht, erinnere ich mich nicht. Vielleicht habe ich das dann nicht so gemacht, wenn ich mich nicht erinnere. Hol dir den Mob. Okay. Kriegen wir wenigstens einen Profi-Mob. Den hätten wir. So, und jetzt? Gib dich zu den Büros. Ja. Ist ja auch der Bürojob. Ist auf jeden Fall ziemlich ruhig. Das ist schon mal nicht so schlecht. Erwischt den Boden auf. Na, sowas. Okay. Probieren wir es. Schön. Ich wollte es ja unbedingt so, ne? Hä? Cool. Um den Boden mit dem Mob aufzuwischen. Ja, hier ist dreckig. Na, da, ja, geht so. Ja, doch, ein bisschen was hat er mitgenommen.
So. Na, it's dirty. Fast. Ah ja, ist dreckig. Okay. Dann LLB. Mhm. So macht man es nämlich. Passt gut auf. Hier lernt ihr etwas fürs Leben. Ja, wahrscheinlich. Hm. Ich würde jetzt gern sagen, wenn es hier nicht mehr so läuft, aber ja. So. Und neben dem ganzen Mobben müssen wir jetzt auch noch die Bombe platzieren. Natürlich. Wie gesagt, merkt euch das, Kinder. Einmal aufzunehmen. Jupp, machen wir. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Was macht ihr denn da, Leute? Kommen wir hier rein? There's nothing to mop in here. Okay. Alles klar. Schön. Und doch noch den Bart, ne? Ist mir vorhin gar nicht so aufgefallen. Wollte doch eigentlich mal wieder rasiert rumlaufen. Naja, ist egal. Come and burn this place down. At least then I could get a proper night's sleep. Yep. Gut, ich weiß, ich muss woanders hin. Ich wollte mich hier nur mal ganz kurz unterhalten. Aren't you supposed to clean before we come in the morning? Ach, so ist das gedacht. Verstehe. I should become a private contractor. At least then I'd be paid well to do menial work. Wir stehen Boden auf. Hier. Dumm, di dumm, di dumm. Hm, da soll er stehen. Okay. Läuft, läuft auf jeden Fall. So weit, so gut. In meinem neuen Beruf hier. Ach, guck mal. Wie perfekt wir einfach den Dreck getroffen haben. Ist das nicht schön? Und jetzt der Mob dreckig bestimmt, oder? Ah, shit. Ja. Hätte ich einfach Dreck machen sollen. Nee, nee, warte, warte. Ich wollte eigentlich laufen, das ist der gleiche Knopf. Derselbe sogar. Das ist ein sehr großes Schild da oben. Aber hey, Sicherheit geht vor. Oh ja, ich würde auch was nehmen. Ich würde auch was nehmen. Für jeden. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Kann man sich dann daran orientieren. Ist es weg, ja, ne? Ist weg. Ist weg. Gut. Dann aufnehmen. Schätze ich. Und weiter. Lululululul. Kann ich hier rein? Nee. Das ist der geheime Raum. Da werden wahrscheinlich so Hologramme projiziert irgendwie. Für die Planungen. AR und so. So, und? Wo müssen wir noch was platzieren? Gleich mal sehen. Hey Baby, Baby, es gibt Fleisch. Oder so. Frei nach Helge. Oh, da ist noch was übrig. Moment, Moment. So. Was für eine Art von Fleisch gibt es? Das täte mich interessieren. Wobei, erzähl's mir besser nicht. Nö, gibt's nichts zum Reinigen? Okay. Dann eben. Dann eben nicht. Schon alles weg. Na dann, weiter. Doch, hier ist was. Hab ich irgendwie entweder übersehen oder vielleicht stand ich einfach mitten drauf. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Dann einmal so. Platziere die Bombe auf der Toilette. Wahrscheinlich auch auf der hier. Man. Kann ich da? Nur mal so Interesse halber, ne? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Weiß, vielleicht hätte es da ja noch irgendwie ein Easter Egg gegeben, hey, oder so. Wait till I shake it off before you mop the floor. Ja, dann ja, warten wir halt mal kurz. Dumm, die dumm, die dumm. Genau, erstmal hier durch die Pissoirs und dann über den Boden. Einmal so schön mit dem Mob von oben nach unten. Mh. Sehr unauffällig. Ich bin unschuldig. Holt ihr den Eimer, ja, das machen wir. Gut, wie viele Bomben brauchen wir denn noch? Das Gebäude soll ja intakt bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Bring den Mob und Eimer zurück. Okay. Kommen wir denn hier durch? Ja. Another janitor? Was the last one a heart attack or a budget cut? Hoi. When are you gonna get out of here? When I log my OT for the week. Alles wird gut. Nur nicht für die Leute, die hier arbeiten. So. Schön. Ist jetzt nicht die spannendste Methode,
das Ganze passieren zu lassen. Aber hey, so weit läuft es auf jeden Fall ganz gut. Ganz smooth. Läuft ganz smooth. Verlass das Gebäude. Machen wir das so. Und dann Handy in die Hand nehmen und Booms. Irgendwie so. Naja, und dann kommt die Feuerwehr. Also die Feuerwehr. Ja. Don't work so hard. We're all leaving in a minute. Gut, klingt gut. Macht das so, macht das besser mal. Haut besser mal ab. So, da vorne soll's sein. Gut, dann können wir jetzt auch wieder ein bisschen rennen. Hui. Hui. So. Hey, charge is set. I'm out of the building. All right. Hey, dog, we right around the corner. We got your gear in here with us. Hey, look, everybody cool, right? Because once we pick him up, it's all go, all right? I'm ready for anything. Sehr gut. Da ist er. So, nun zieht er sich jetzt noch um. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zünde das C4. Ja, machen wir sofort. Und zwar gucken, haben wir hier irgendwie hier zünden, haben wir hier in unseren Kontakten. Dann machen wir das so. Gut, das waren die zwei Bomben. Wir sind die Guten, wir sind die Guten. Haltet uns nicht auf. Oh, ich kam nicht um die Ecke. Moment. So. Ja, genau. Jetzt müssten wir eigentlich relative Ruhe haben. In dem Gebäude, hoffe ich jedenfalls. Hier sind wir schon. Gut. Ist auch gut maskiert dadurch. Alter. Da fliegen die Trümmer auch runter. Uns herum. Man sie einschlagen gehört, aber auch die brennenden Fetzen. Was auch immer es ist, wahrscheinlich brennendes Klopapier. Oh, hier? Ja. So, bei Feuer als allererstes den Aufzug benutzen. Warum haben die alle die 23 auf dem Helm eigentlich? Was die Kinder hier heute so alles lernen können. Unfassbar. Sehr schön. Oh, das ist cool. 53. Ach, wir haben eine Sauerstoffanzeige, habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, sieht soweit ganz gut aus. Naja, gut, wenn wir jetzt hier natürlich noch Sport treiben, in 50 Kilo Ausrüstung, wird der Sauerstoff vielleicht noch schneller. Alle gehen, meine Fresse, kriege ich ja einen Drehwurm hier. Oh ja, hier ist es am Qualmen. Hol dir das Laufwerk. Können wir machen. Wo wird es denn sein? Mal gucken. Da, in der Ecke? Ja. Okay. Damit kennen wir uns aus. Die Frage ist nur... Moment. War das... So? Damit kennen wir uns aus. Ja doch, das war so. Ich wollte nur nicht, dass jetzt sie gleich in die Luft geht. Ja. Zünde das Ding. Moment. Aber nicht mit dem Dings, sondern... Moment. Wie fahr das denn mit dem Controller? Wie fahr das denn mit dem Controller? Ich mach so. Okay, jetzt aber.
Moment. So. Da hinten. Hm? Gut. Genau das soll es sein. Schreckt mich halt. Was zum Teufel? Was zum Teufel stürzt jetzt das Gebäude ein? Verwirrend. Ja. Oh, shit. Oh. Okay, folge deiner Crew, ja. Wir probieren's. Hau rein. Okay, ready up. Oh. Ja. Eieieiei. Ah, hat das nochmal geschafft. Na gut, dass ich alles sehe. Links haben wir eine Funzel am Kopf. Da, ja. Ich versuche es mit dem Folgen. Wow. Flick! Are you alive? Me, kinda. That explosion must have knocked me out, man. Alright, listen. We're down a floor from you, but look out. There's a team of agents coming your way. They know we ain't firing. Scheiße. Moment. Okay. Klar, die haben sonst nichts zu tun, ne? Die haben sonst keine Probleme jetzt, oder was? Ist das euer Ernst? Das kann nicht euer Ernst sein. Ich bin fast tot. Okay. Weiter. Da. Da kommen schon wieder welche. Boah, voll ins Nichts geschossen. Ins Blaue. Ich sehe nichts. Oi. Wie könnt ihr denn hier überhaupt stehen? Könnt ihr hier atmen? Jetzt hier weiter? Ich glaube. Alter. Oi. So geht's auch. Okay. So. Scheint es gewesen zu sein. Ja, hier. Okay. Mann, ist das anstrengend hier. Sieht ja nichts. Boah, hier geht's direkt raus, krass. Kletter, ja. Komm schon. Ja, weiter. Uah, durchs Feuer. Und hüpsi. Abseilen, mhm. Erstmal einen abseilen. Testen wir das. Haben wir denn auch ein Seil wenigstens? Na gut, wahrscheinlich sind da Seile vorhanden in dem Schacht. Besser nicht. Gut, hätten wir einen Fallschirm. Könnte man testen. Ja, einfach den Schacht runter. Das funktioniert. Okay. Und hüpsi, cool. Oh Mann, besser schnell. Oh je, kann ich auch nach rechts und links? Ich glaube eher nicht, oder? Ich weiß es nicht. Boah. Schnell. Ladungsschutt, ja. Da kommt so. Alter, ist das ein Schacht. Aber hallo. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie beschleunigen kann hier.
Ich muss mal auch im richtigen Moment springen oder so. Oh, hey, haben wir das geschafft. Ja, mach das so. Wir bräuchten echt ein bisschen Hilfe, ne? Nicht, dass hier gleich noch eine Schießerei ist. Hm. Dann haben wir es. Können wir eigentlich wechseln? Nee. Okay. So, weil ansonsten hätte ich der AI einfach mal unser Health überlassen. Ja. Egal. So, wir sind die großen Helden hier. Hä? Die Feuerwehr haut ab. Wie unauffällig. Wie unauffällig. Take us to the getaway car. Oh Mann. Hm, plus 25% haben die gekriegt als Skill Points. Ja, cool. So, Fluchtpunkt. Entschuldigung. We need to get to the ride and torch this fire truck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, because if they connect the dots, man, I don't know. Man, I'm working on it. Any minute they'll be looking working for on I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. All right, shit. I just don't want to run into something. Man, y'all don't want to run into Trevor, bro. That's who you don't want to run into. Haha, you're right. So, take us to our get out, avoiding the cops, feds, and my dear friend Trevor Phillips. All right, man, I'll try. Try real hard, okay? I'm getting nervous, Frank. Ja, was soll ich denn machen? Ja, eben. Genau das ist der Punkt. Viel schneller wird's nicht. Und selbst wenn, dann kommen wir überhaupt nicht mehr um die Kurven. Dann ist sowas wie das hier schon eine sehr scharfe Kurve. Wie dieses Gerät. Und die Bremsen sind halt auch so, naja, ne? Also die Bremsen, sie sind sicherlich gut. Aber ist halt auch richtig viel Gewicht. Wo lang? Da lang. Hier. Bleibt mal stehen. Genau, so ist es sehr gut. Nein. Ich versuch's ja, aber hier sind wir schon angekommen. Cool. Gut. Verlassen. Verlassen. Genau. Zerstöre. Aha. Tja. Leute, dann geht besser mal weg. ja, Ihr haltet Abstand, ja? Oder darf ich da nochmal... Ja, ihr solltet mir nicht folgen. Ich bin mir da nicht so sicher. Kann ich nochmal einsteigen? Dann steigen die auch wieder ein, ne? Ja. Ne, das ist keine gute Idee. Also, na gut. Dann von mir aus. Einmal so. Und so. So, und jetzt halten wir einfach mal ein bisschen Abstand. Genau. Komm mal her. Ich will halt nicht, dass, also ich will sie nicht wegsprengen, ne? Ich hoffe, das ist verständlich. So. Sehr gut. Jetzt unser... ja, stimmt. Da habe ich mich ja für dieses Auto entschieden. Hm. Ob das so die richtige Wahl war, weiß ich nicht, aber gut. Now that we're in the clear, I can probably tell you people, I didn't think we were gonna make it out of there. But you planned the thing, right? Yeah, I chose the best of two impossible options. We had to sell them that we were firemen to start with. That's a pretty crazy task. And that's just to get the opportunity to have a high-rise fall down on us? Yeah, well, thank you kindly for being so upfront with us on how dangerous this motherfucker was. We made it. Sie lässt das Haus, oder? Whole crew's intact. Nun sind wir echt nah dran gewesen mit unserem Auto hier. Good at this shit. You're all professionals, know what I'm saying? Lass mal kurz labern. When you ain't got to depend on no wannabes. Charmed? Yeah, that's about right. Michael DeSanta, Franklin Clinton, Gustavo Moda, and Patrick McCreary. When people are talking about the time guys went into the bureau and wiped their files, man, those will be the names, the rumors. This one will go down in the ages. Yeah, man, I'm just glad this shit is over. I don't want to do nothing else for them fools no more. Nor do I, bro. Wir sind halt so nah dran hier, da labern die erstmal eine Stunde. Wir können warten. I'm thinking about it. I'm kind of enjoying my break from it. Don't think about it too long. He might decide to act. That's all I'm saying, man. Hey, let's the place up here. Yep.
Gut, dann parken wir einmal mitten auf der Straße. I'm out of here. Und lauschen mal. Well, what? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking A right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high-security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that. Hey, ow, 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 ow. Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Yay! Man, that's some foul ass shit! All right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I wanna put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. Alles klar, Raubüberfall ausgeführt. Schön. Und wie sieht's aus? FIB-Budget, Franklins Anteil. Nicht schlecht. Ist das Anteil, Crew-Anteil? Okay, okay, okay. Scharf. Außer Atem. Mhm. Nur noch genug Sauerstoff übrig gehabt, oder was? Was übersehen, abgeseilt. Naja, gut. Gut, gut, gut. Hat doch irgendwie funktioniert. Ich wollte gerade sagen, was jetzt? Ein Anruf. Aha. We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on. Done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but you and Trevor attacking Meriwether? Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right, all right. I'll come to the court center. Fuck. Okay, das ist jetzt aber nur wieder ein weiterer Buchstabe auf unserer Map erstmal da hinten. Ja, wie kommen wir denn... Kommen wir irgendwann aus dieser Sache raus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Damit würde ich aber das nächste Mal weitermachen. Wir könnten eventuell noch ganz schnell als letzte Untat für heute möchte ich mal ausprobieren, ob wir da irgendwie noch hinkommen. Dieses Fragezeichen. Aber ich fahre jetzt bestimmt nicht diese 8 Kilometer mit dieser Karre hier. Sondern wir nehmen einfach nochmal ein Cap und schauen mal, ob das irgendwie funktioniert. Dann können wir das noch erledigen. Und dann können wir so langsam mal Feierabend machen. Gut. Ja. Ja. Wo ist es denn? Ist das ein Cap? Ich habe keine Ahnung. Nein, ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Ist auch nicht. Was? Supply. Lumber Supply. Ah. Ja, wahrscheinlich. Ach, guck mal hier. Er hupt uns an. Das schaffe ich auch noch. Auf jeden Fall. Wegpunkt. Überspringen. Hey, we're here. Ja, dankeschön. Ach, guck mal, perfekt. Jetzt rammt er erstmal das Auto weg, ist die Mission tot. Ich dachte schon. Ich dachte schon, es geht gleich wieder los. Und? Hier, das Auto. Ah. Roter Pickup. Ah. In der Tat.
Take me to my father, father, brother, uncle, Kiflum. Ach, das ist das. Peace, brother, brother. Kiflum. Oh! Kiflum. What the fuck? The fuck? If you feel you understood nothing, then you know everything. Come to Vinewood for the real truth. But first there'll be $500, please. Kiflum be praised. Was? Bestanden, ja, also, aha. Was war das denn? Das ist meine neue Lieblingsmission. What the fuck? Alles klar. Wir haben davon ja irgendwo mal gelesen. Haben da auch mit jemandem mal drüber geredet. Meine Waffen, ja. Gute Frage. Sieht okay aus. Ja. Ja, die haben die uns gelassen. Und noch das ganze Arsenal dabei. Okay, ich habe eben das Geld gecheckt, aber 1,2 Millionen haben wir offenbar noch. Schön. Die sind nur Epsilon-Programm und spende $500. Ja, alles klar. Die sind nur an unserer E-Mail-Adresse und unseren Klamotten interessiert. Oh Mann. Schön. Voll geil. Super. Na, jedenfalls, wir haben ja irgendwo mit jemandem mal drüber gesprochen. Wahrscheinlich war das jetzt der Punkt, den wir aufsuchen sollten. Das war ja auch dieser komische Spruch. Ja, geil. Schön. Und jetzt können wir spenden. Kriegen wir das dann nochmal, oder was? Das nächste Mal haben wir gar keine Unterhose mehr an. Schön. Ach, guck mal. Hier kann man irgendwie hochklettern, ne? Ach so. Das war mir gar nicht bewusst. Mal ganz kurz gucken. Ja. Hier kann man hoch. Das ist aber... Ich glaube, da ist noch interessanter. Hier... Kann man hochkrabbeln. Das ist bestimmt ein Zeichen, dass wir hier ausgesetzt wurden. Dass wir da jetzt hoch sollen. Und? Was kann das? Aha, komm mal hier hin. Die sind echt groß. Die sind echt groß, aber ansonsten... Au. Ansonsten weiß ich nicht genau, was es uns sagen soll. No. Oh, oh, was? Teil gesammelt, Raumschiffteil, ach was. Ach, das hat hier auch so rumgesummt. Ich dachte, das ist die Schüssel. Aber das war das Teil. Also tatsächlich ist das ein Zeichen gewesen. Na, sowas. Guck einer an. Na, ich glaube nicht, dass wir die 50 Teile zusammenkriegen, aber hey. Genau. Genau das. Schaffen wir doch noch, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, schön. Ich glaube, dann haben wir für heute alles gemacht, was es zu machen gibt. Ja, jetzt ist nur noch das B hier übrig auf der Karte, wie es aussieht. Und was sagt der Franklin? Da ist auch noch eine 1 da. Hat er denn schön gefeiert? Ja. Sieht so aus. Also, weiß ich nicht, ob es so aussieht, aber hey, auf jeden Fall chillt er ein bisschen. Das ist sehr gut. Wie auch immer er jetzt so schnell nach Hause gekommen ist. Na gut, wer weiß, wie viel Zeit vergangen ist. Gut, dann machen wir noch den hier. Und dann machen wir langsam mal eine Pause für heute. Na, lieber Franklin. Ganz ruhig. Ah, es wird gut. Ja, meine Rede. Poor fucking lung. Gut, dann können wir uns hier noch ein bisschen hinsetzen. Oh, das darf ich gar nicht zeigen. Das darf ich nicht zeigen. Laut Rockstar Games Politics. Toll, jetzt der Fernseher an. Jetzt darf ich da nicht hingucken. Bleibt jetzt bestimmt für immer und ewig an. Gut, das ist irgendwie interessant. Das reflektierende, komische Kunstwerk da.
Es wechselt seine Farbe. Magic. Gut, und hier haben wir unser schönes Auto, ne? Das können wir uns auch nochmal ganz kurz hier bei Tageslicht angucken, solange noch ein bisschen Tageslicht übrig ist. Hier einmal rausfahren. Ah, ja, ah, guck mal hier. Ja, oh. Rot. Da schimmert das Rot durch. Ganz nett. Ich glaube, das nächste Mal würde ich die Beleuchtung weglassen, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, ganz hübsch. Gut. So, noch einmal um den Block. Und dann sind wir fertig. Schön. Sehr, sehr schön. Jetzt kann man nur hoffen, dass kein Gegenverkehr kommt. Entschuldigung. Egal. Wenn wir es in die Garage stellen, sollte das das nächste Mal wieder okay sein. Also, nicht rauchen und Autofahren. Das ist eine schlechte Kombination. Der Ochi ist nie um Ausreden verlegen. Entschuldigung. Boah, jetzt knurrt mir aber der Magen. Ich habe Hunger. Mein Magen merkt, dass es Feierabendzeit ist. Dann meldet er sich direkt. Gut. Naja, immerhin. Naja, immerhin. Wenn es nicht ganz kacke ist, dann soll es mir reichen. Hallo, Chop. So, und chillen wir uns hier hin. Oh, genau so. Ist auch schön, ne, wie hier die Hose gerade so weit nass wird, wie wir da halt reingestiegen sind. Gut, so. Dann hier einmal. Wow, hey. Sportlich, sportlich. Dann noch ganz kurz den Rest nass machen. So. So können wir ins Bettchen. So können wir einmal speichern. Nee, ich glaube, ich mache eine Schnellspeicherung. Sonst ist gleich wieder Nacht, wenn ich jetzt hier schlafen gehe. Schnell speichern. Boom. Gut. Alles klar. In der Aufnahme sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Durchhalten und fürs Dabeisein. Und dann sieht man sich das nächste Mal wieder und im Stream sage ich gleich noch Tschüss. Vielen lieben Dank und bis demnächst dann. Macht's gut und Tschüss.